Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte noch mal darauf hinweisen, auch wenn es schwierig ist, nach der Rede des Ministers Schlotmann da noch ein Krümchen zu finden, wie man noch begründen kann, den Antrag der Linken abzulehnen. Aber ich will das trotzdem versuchen, weil so viele Inhalte, Frau Kollegin Schwenke, sind ja auch nicht drin, die man jetzt ablehnen könnte. Und will Ihnen noch mal sagen, dass wir ja bereits in der letzten Legislaturperiode, dafür sind wir von Ihnen ja sehr gescholten worden, mit dem Energieland 2020 unsere Vorstellung vorgelegt haben. Und das war im Übrigen bereits ja vor der Energiewende, die dann durch den Bund eingeleitet wurde. Und mittlerweile decken wir fast 80% aus regenerativen Energien. Also der Eigenverbrauch von Mecklenburg-Vorpommern wird fast zu 80% aus regenerativen Energien selbst gedeckt. Und insofern, glaube ich, müssen Sie Ihren Antrag auch selbst noch mal ein Stück weit relativieren, denn Sie rufen ja auf, Sie wollen alles schneller, Sie wollen alles besser machen. Ich finde, viel schneller kann man schon gar nicht sein, als das, was bis jetzt hier passiert ist. Und Sie haben ja lange Zeit, Herr Kollege Ritter, haben ja lange Zeit diesen Weg auch mitbegleitet. Aber man merkt eben, wenn so ein energiepolitisches Schwergewicht wie der ehemalige Kollege Medling Ihre Fraktion verlässt, dann bleibt eben auch nicht mehr viel. Das ist immer so, wenn man sich auf Kollegen verlässt und die hinterlassen dann ein Riesenloch. Ich nehme mal an, wenn der diesen Antrag lesen würde, würde er ihn links und rechts um die Ohren hauen, weil es einen großen Teil seiner Regierungsarbeit hier auch konterkarieren würde. Aber schauen wir noch mal auf das Land Mecklenburg-Vorpommern. Und sonst wird uns ja immer zum Nachteil gereicht, dass wir eine sehr dünne Besiedlung haben, dass wir strukturschwach sind. Ich glaube, bei dem Ausbau der regenerativen Energie nutzt uns das durchaus. Und insofern, Frau Kollegin Schwenke, wenn Sie jetzt sagen, Sie sehen das nicht als Zukunftschance, dass wir uns als Energieland hier präsentieren, dann muss ich sagen, ist das eine Abkehr von dem, was Sie auch vor Jahren hier immer wieder behauptet haben, was Sie auch forciert haben. Und ich sage Ihnen, das gilt für die Landesregierung aus, weil Sie das so ausdrücklich gesagt haben. Sie stellen sich nicht vor, dass wir Energie aus Mecklenburg-Vorpommern in den Süden Deutschlands entsenden können und neue Netze ausbauen. Aber ich weiß schon, warum Sie das tun. Weil Sie jetzt schon nach einer Ausstiegsmöglichkeit suchen, wenn die ersten Bürgerinitiativen gestartet werden, die gegen die Ausweisung der neuen Windkraftanlagen und der neuen Windparks sind, wollen Sie nämlich wieder auf der Seite der Gutmenschen stehen und sagen, wir sind ja nicht dafür gewesen, fragen Sie CDU und SPD. Das ist Ihr Grund. Das kann man ja ganz eindeutig aus Ihrem Antrag auch ablesen. Und Sie haben ja noch mal darauf hingewiesen, und ich will dieses Wort Masterplan eigentlich gar nicht mehr in den Mund nehmen, weil ich es dann auch irgendwann peinlich fand, dass man darauf so rumgepocht hat, aber nicht gesagt hat, was soll in diesem Masterplan eigentlich, was soll der eigentlich beinhalten. Hätten Sie unsere Koalitionsvereinbarung richtig gelesen, und Sie haben ja einen Teil davon zitiert, dann hätten Sie festgestellt, dass allein 11 Punkte sich nur mit dem Ausbau der regenerativen Energien beschäftigen. Und wenn Sie die lesen, dann müssten Sie für sich eigentlich auch selber geschlussfolgert haben, dann wäre Ihr Antrag eigentlich heute überflüssig gewesen und die Landtagssitzung wäre schneller zu Ende gegangen. Und Sie haben ja auf den Bund, Sie haben ja auf den Bund hingewiesen, haben uns ja dafür gescholten, dass wir eine Aktuelle Stunde beantragt hat, die sich nur mit Bundespolitik beschäftigt. Eigentlich haben Sie sich auch nur 75% Ihrer Rede mit dem Bund beschäftigt. Dann haben Sie ein Stück die Landesregierung gelohnt und Masterplan gefordert. Das war Ihre inhaltliche Rede. Viel mehr war da ja nicht von abzulesen. Aber ich will Ihnen jetzt mal sagen, was der Bund gemacht hat, weil das muss man ja noch mal so aufzählen, damit das sich auch bei Ihnen in das Gedächtnis einbrennt. Der Bund hat das Atomgesetz geändert. Es ist ein neues Energiewirtschaftsgesetz auf den Weg gebracht worden. Es ist ein erneuerbares Energiegesetz neu auf den Weg gebracht worden. Es ist ein Gesetz zur Errichtung eines Sondervermögens Energie- und Klimafonds durch den Deutschen Bundestag auf den Weg gebracht worden. Es ist ein Gesetz über Maßnahmen zur Beschleunigung des Ausbaus der Elektrizitätsnetze auf den Weg gebracht worden. Und das alles innerhalb der letzten paar Monate. Und weil Sie ja darauf hingewiesen haben, es ist sogar innerhalb von wenigen Tagen, ist sogar die Personalie des neuen Umwelt- und Energieministers geklärt worden. Davon mindestens, Frau Kollegin Schwenke, können Sie sich mal eine große Scheibe von abschneiden. So schnell klärt man innerhalb der Union Personalien. Und wenn Sie an Ihre eigene Partei gucken, dann können Sie sich ja gleich mal angucken, wie man sowas macht. Insofern hätten Sie darauf auch ruhig mal hinweisen können. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, ich will Ihnen aber auch sagen, es ist natürlich Ihr gutes Recht als Opposition. Und das gestehen wir natürlich auch völlig zu. Das ist ja auch völlig unumstritten, dass Sie die Regierung immer wieder auffordern und sagen, Sie müssen schneller arbeiten, Sie müssen besser arbeiten, es muss alles größer, besser, schneller, weiter werden. Das haben wir in der ganzen Landtagssitzung von Ihnen immer wieder gehört. Und das gestehe ich Ihnen auch zu. Und jetzt sage ich mal, was die Landesregierung und die Koalitionsfraktion von Ihnen erwarten. Wir erwarten von Ihnen, dass Sie den Konsens, den wir hier mal geschlossen haben, da haben Sie auch mitgemacht, das haben Sie jedenfalls immer gesagt,
dass die regenerativen Energien im Land hier vorangetrieben werden. Aus dem dürfen Sie auf keinen Fall aussteigen. Und deswegen sollten Sie so eine Mätzchen wie mit diesem Antrag hier lassen, sondern sollten eher kraftvoll den Kurs, den die Landesregierung eingeschlagen hat, unterstützen. Das erwarte ich von Ihnen als Oppositionsfraktion genauso, wenn Ihnen nichts Besseres einfällt, denn mehr steht ja in diesem Antrag auch nicht drin. Und ich glaube, das geht auf den ehemaligen Wirtschaftsminister Seidel zurück. Deswegen sage ich das immer wieder so gerne, weil mir diese drei Punkte einfach gut gefallen. Und ich glaube, die können Sie auch unterschreiben. Die drei Punkte heißen nämlich Versorgungssicherheit, Umweltfreundlichkeit und Bezahlbarkeit. Und das, meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist das Ziel dieser Koalition. So soll die Energiewende in Mecklenburg-Vorpommern vorangehen. Und ich glaube, wenn wir uns darüber noch einig sind, dann nehmen Sie Ihren Antrag einfach noch mit nach Hause, schlafen heute Nacht darüber und überlegen sich, ob Sie heute zurückziehen. Damit wäre uns allen geholfen. Vielen Dank. Das Wort hat nun der Abgeordnete Herr Jäger von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.